Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, ein bisschen aufräumen hier am Hof. Das tut auch mal ganz gut und muss auch mal sein. Weil an der Werkstatt haben sich die Fahrzeuge schon wieder die Klinke in der Hand gedrückt, so ungefähr. Schlange bis Ultimo. Und kam mir auch keiner mehr durch. Darum geht's an für sich. Hab ja nichts dagegen, wenn die da Schlange stehen, aber es kommt kein Mistfahrer durch. Kein Tiertransport. So, dann gucken wir, dass wir den Kalkstreuer hier mal reinkriegen. So, ich hab jetzt auch schon wieder die Zeit hochgestellt. An wird ja weiter produziert. Ich können wir gleich wegsetzen. Ach, dich habe ich mal wieder nicht. Wie weit bist du denn gekommen? Bis zu der Ecke? Okay. Schauen wir mal. Kriegen wir hier was rein? So, und nächsten Tag steht ja die große, ich nehme an, können wir das Gras erst einmal schneiden und dann heißt es auch wirklich Grasmissionen zu machen. Hier kommen nochmal 60 Schweine, ich hoffe, die passen rein. Ungefähr ausgerechnet hatten wir uns das ja. Sind nur 10.000. Okay, dann die gehen auf jeden Fall rein. Ja, da haben wir die Kühe haben wir jetzt voll. Schweine auch. Ach, Schweine waren das, ne? Ach, Schweine hätten wir ruhig voll machen können. Okay, Schweine sind so gut wie voll. Schafe auch nicht, weil wir da zwei Sorten haben. Und Hühner auch noch nicht, aber stehen noch nicht auf dem Programm und die müssen ja auch erstmal wachsen. So, dann kann der eigentlich wieder zurück. Dann müssen wir hier einmal drehen. Und dann können wir ihn ja eigentlich schon losschicken zur Werkstatt. Alles aus, dann geht das schneller. Er findet keinen Weg. Findest du jetzt ein? Ja. So, hier sind wir weiter mit Hackschnitzel zugange. Ist noch was drin? Ach, 4000. Dann holen wir erstmal die nächsten zwei Bäume. Nee, mach ruhig runter. So. Die ersten zwei sind schon mal weg. Kriegen wir mit Sicherheit noch rein. Einmal.
Und zweimal. Kann der erstmal los, aber den müssen wir auch erstmal anschalten. Ganz hier wahrscheinlich durchgehend erstmal fahren. So, der LKW ist bei den Tomaten. Den brauchte ich ja gar nicht so. Also Leerpaletten sind auch nicht mehr viele da. 140.000, 28 Paletten. Also Paletten werden ja hier wohl nicht mehr. Ja, ein Stapel steht, aber viel mehr dürfte hier gar nicht mehr sein. Ja, nur niemals ein Stapel. 4.800. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Dann lassen wir lieber noch einen Tag oder zwei dann produzieren. So, dann Obst, Gemüse. Ja, fährt er ganz außen rum. Gut. Der macht jetzt 2 voll. Und was haben wir denn im 2 mittlerweile drin? 400.000. Und hier auch. Dann soll der erstmal sein lassen. War dann einfach auch zur Werkstatt. Der Mistfahrer ist wieder unterwegs. Du kannst, glaube ich, noch nicht, oder? Und doch, könnte es noch sein. Weil wir jetzt ja mal 5. Ja, dann wird er nämlich leer. Dann können wir ihn gleich mal wieder auffüllen. Oh, 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 was ist hier los? Hinter mir steht auch noch jemand. Ich wollte sagen, warum fährt er nicht zurück? Schnitzel. Und die Tomaten. Und dann können wir den nämlich wegsetzen. Oh, der muss auftanken. Oh, 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 jetzt ist aber alles komisch. Mal einfach ein Stück zurück, dann lass den LKW erst durch oder wir fahren so. So, haben wir noch ein Plätzchen? Ich glaube, hier vorne war noch einer. So, da haben wir doch alles untergebracht.
Ein Tag ging eigentlich. Also von der Arbeit war es gut zu schaffen. Ich glaube, der nächste Tag wird schwieriger, weil wir da ansehen können, noch einige Felder. Und auch die ganzen Grasmissionen dann wieder kommen. Die Ecke nimmt er immer mit. So, können wir dich auftanken, wenn es geht? Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist alles repariert. Alles an Tieren abtransportiert, was abzutransportieren ist. Vielleicht hätten wir die Schafe noch mal gucken können. Aber sollte auch jetzt erstmal reichen. Dann bitte auch zur nächsten Werkstatt, aber beim Zentrallager. So, zweimal Diesel. Wer ist da? Wo ist es? Ach so, der andere LKW ist da. Jetzt müssen wir mal schauen. Du fährst wieder zum ersten Punkt, was nicht richtig ist. So, der war auf dem Vorgewinde hier vorne. Dann schicken wir ihn auch mal hier auf dem Vorgewende hier vorne drauf. So. Dann machen wir hier blau. Dann sehen wir jetzt. Ja, müsste der Weg sein, den er gefahren ist. Ja, der ist auch schon bei der Werkstatt. Er macht jetzt die Runde. Werde ich wahrscheinlich komplett nacharbeiten müssen. Weil er kommt ja nicht wirklich bis an dem. Ja. An der Windmühle ran. Bis auf die Ecke jetzt. Aber wenn überall noch ein bisschen oder ab und zu was stehen bleibt, ist es ja hier bei Mist gar nicht so relevant. Auch bei Dünger ja nicht. So, der ist dann auf seiner letzten Runde. Wird aber wahrscheinlich nicht mit hinkommen. So, es hat der Roboter sich in Bewegung gesetzt. Nee, das ist gut. Haben wir ja, waren wir schnell genug. Rückweg und ihn können wir wieder voll machen. Bäume stehen hier noch, also
jetzt nicht gedacht. So, dann schicken wir den auch erstmal weg. Einmal tanken. Dann kann der zum Parkplatz 6. Können wir eigentlich schon sperren, denn er sollte ja da reinfahren selbstständig. Lädt er gerade ab. Scheint wohl so. Wir brauchen aber einen Tank. Komm, nehmen wir den braunen, weil wir auch Abwasser abholen müssen. So, dann sagen wir jetzt einmal Diesel, Raffinerie. Und erste ist Fischer 1. Eine Tour und Marsch. So, dann kann der Fischer 2 fahren und danach fährt der Abwasser. Wir können jetzt hier gleich mal schauen, wie viel Hackschnitzel wir wieder haben bei Zellstoff. Also 1 Million. Also können wir noch ein paar Ladungen machen. Vielleicht kriegen wir die Bäume auch weg. Obwohl, möchte ich jetzt nicht brauchen dafür, aber wird wahrscheinlich so sein. Der muss bald aufgetankt werden. Ja gut, ich höre jetzt erstmal auf, wenn der hier fertig ist. Dann müssen wir den anderen Mist halt woanders hinbringen. Ich glaube, die BGA braucht wieder Mist oder beide. Aber ich habe auch so sehr viele Mistlieferanten. Ich habe ja nur 3 Abnehmer, meine ich. Felder halt dann 4. Die beiden BGAs. Und einmal die Düngerproduktion. Mist, Komposter, haben wir da auch immer Mist reingefahren. Komposter. Oh yes, Käse ist wieder Paletten alle, ne? Weil mir der nicht sagt, dass Paletten fehlen. Okay, dann wissen wir, wo wir Paletten Mist hier, aber sind, ja gut, 300.000 haben auch Platz. Ach, den muss ich auch nochmal auffüllen. Wo ist er denn jetzt? Okay.
Dann können wir das gleich mal mit dem. Hier ist auch noch was rot. Himbeeren, die haben auch keine Paletten mehr. Und obwohl die alle identisch eingestellt sind. Okay. Gewächshaus Tomaten, Herbizide. Tomaten, ja. Herbizide ist hier. Steht Input ausblenden. So, wie bei allen auch. Und bei der Käserei, bei den Dings. Aber weil das kein Input ist, ne? Ist das vielleicht nur bei den Geschichten, wo wir Paletten auch als Recycle-Geschichte eingebaut ist, dass er uns da nicht sagt, also wir brauchen unbedingt Leerpaletten. Wir haben ja jetzt schon, die Käserei braucht dringend Leerpaletten und die Marmeladenfabrik. So. Dann springen wir mal. Zum Transit. Was haben wir hier an Leerpaletten? Bisschen was, oder? Nur 14.000. Wir sind ja voll. Und ich glaube, beim Sägewerk waren ja auch nichts mehr, nicht mehr viel. Jetzt habe ich gedacht, bring mal bei jedem mal 4 Paletten hin. Das reicht ja erstmal, aber die 4 haben wir ja noch niemals. Fahren wir jetzt trotzdem mal beim Sägewerk vorbei. Weil wir produzieren ja jetzt noch schneller Paletten, aber noch nicht lange. Ach guck mal, da kriegen wir auch noch 2. Dann können wir jetzt bei jedem 2 hinbringen, aber einmal Marmeladenfabrik. Und einmal unten zur Käserei. Oh, die Pilzsuppe ist mal voll. Okay, los.
Jetzt hat er sich verschluckt. So, Marmeladenfabrik. Ja, ist drüben, ne? Da wäre ich doch fast schon wieder verkehrt gefahren. Marmeladenfabrik ist doch hier. Genau. Welche Seite? Okay. Ja, jetzt. Nein, hat er nicht mitgenommen. Warum müssen wir also noch einen Tick weiterfahren? Jetzt aufnehmen. So. Jetzt können wir dir nämlich sagen, fahr zur Käserei. Paletteneingang. Und wir können hier die Marmeladenfabrik wieder zum Laufen bekommen. Ja, durch das Recyceln wahrscheinlich. Dass er deswegen nicht anzeigt. Wieder. Ich glaube, damit er losfährt, müssen wir wahrscheinlich noch mal einen Baum fällen. Gleich hier mal mit. War auch eine Eiche. So, dann können wir die Käserei auch schon noch wieder produktiv machen. Jetzt können wir mal hier schauen. Können wir hier vielleicht auch noch mal Paletten anschalten. Tischlerei. Gut, dann gehen uns irgendwann die Bretter aus. Aber wir brauchen auch erstmal... Holz haben wir ja genügend. Hier steht ja noch ein bisschen was. So, dann haben wir die auch wieder. Nein, jetzt hat er dich wieder eingesammelt. Das wollte ich nicht. Was ist denn rot? Milch, klein. Okay. Da kann er hier uns jetzt nicht mehr helfen. Ich bin einfach nur zurück. Ich wollte jetzt mal gucken, Marmelade. Läuft wieder. Ja, läuft wieder. Alle
alle Spaten. Und die Käserei läuft auch wieder. So, liebe Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.